Kapitel 14. Der Sohn des dunklen Gottes. Mit diesem Schlag zielte Ivy direkt auf das unheilbringende Amulett, welches der wahre Quell des Wahnsinns war. Und sie landete einen direkten Treffer. Das Artefakt der Finsternis zersprang in kleinste Splitter. Floinks Äußerstes veränderte sich erneut, dieses Mal wieder zurück zu seiner allerersten Form. Die Partikel der Dunkelheit schwebten hinfort in den Strudel des Lichtes, der durch das reine Element immer noch an der Decke schwebte. Floink selber wickte komplett durch den Wind und recht angeschlagen. Was zur Hölle ist geschehen? Es ist auf einmal alles finster geworden und... Beruhige dich, es geht uns allen gut. Niemand wurde ernsthaft verletzt. Erst jetzt blickte er sich wirklich um. Und wer bist du und deine beiden Freunde? Erst jetzt fiel mir auf. Ich hatte vieles auf unseren Reisen verpasst. Aber Floink selber hatte noch nie bei vollem Bewusstsein irgendjemanden aus der anderen Welt getroffen. Ausgenommen jetzt natürlich Shinux, Bulbi und Funkenherz, da diese drei mit ihm in dieser Welt gelandet waren. Das heißt, Ivy, Spark und Seon kannte er alle nur vom Hörensagen und Chillast hatte er allgemein nie kennenlernen dürfen. Ich bin Ivy. Die beiden dort sind mein guter Freund Seon und mein Partner Spark. Wir sind uns bereits begegnet, aber leider damals unter anderen Bedingungen. Es ist mir eine Freude. Du bist also Ivy. Es ist mir eine Ehre und... Es tut mir leid, wie unsere ersten Begegnungen verlaufen sind, aber... Was ist gerade passiert? Shinux war derjenige, der diese Frage beantwortete. Die dunkle Macht hat dich wieder übernommen. Der dunkle Magier war wieder hier, so wie damals in der Menschenwelt. Aber Ivy hat gezeigt, dass sie dazu bestimmt war, ihn zu vernichten. Die dunkle Macht ist zerstört. Es ist wieder passiert. Der dunkle Magier. Es ist alles gut. Es ist vorbei. Er wird nie wieder zurückkehren. Du bist frei von der dunklen Macht. Ivy hat sie zerstört. Endgültig. Während dieser kleine Dialog begann, bemerkte ich, wie die Barriere um das Zahnrad der Welten langsam begann, Risse zu zeigen. Und kurz darauf zersprang sie. Der Weg war frei. Wir konnten diese Welt nun endlich wieder in den Normalzustand zurückbringen. Das Zahnrad, welches alles wieder richten konnte. Ich war nicht der Einzige, der kurz nicht viel tat, außer es ehrfürchtig zu betrachten. Doch schon bald motivierte mich Funkenherz, den großen Schritt zu tun. Komm schon, ich glaube, wenn irgendjemand das Zahnrad nehmen sollte, dann du, Onkel Günni. Ich fasste mich wieder etwas. Und machte mich auf. Kurz zögerte ich vor dem Aufnehmen des Zahnrades. Seid ihr alle bereit? Wenn diese Welt wieder wird, wie sie einmal war? Es kann sehr gut sein, dass wir uns sofort dem dunklen Gott stellen müssen. Demjenigen, der diese Welt verzerrt hat. Unsere größte und letzte Schlacht. Könnte jeden Moment beginnen. Kann ich auf euch alle zählen? All meine Freunde winkten entschlossen. Die Zeit war gekommen. Der Schlüssel zum finalen Frieden. Es war soweit. Ein letzter Gedanke und ich griff das Zahnrad. Oder zumindest versuchte ich es. Denn in dem Moment, als ich das Artefakt an mich nehmen wollte, setzte es all seine Kraft frei. Ein nutzloses Metallstück blieb auf dem Podest liegen. Die Macht der Welten, welche sich in lila Partikeln durch die Luft bewegte, mischte sich mit der dunklen Macht und dem reinen Element, die noch am Himmel schwebten. Ich war nicht der Einzige, der nicht verstand, was gerade vor sich ging. Und vor allem, hatte die Kraft ihren eigenen Willen, wenn sie sich mit dem reinen Element und der dunklen Macht vermischte? War diese Kraft nicht viel zu mächtig? Konnte man dagegen ankommen? Allerdings stellte sich auch die Frage, müsste man das überhaupt? Doch gerade diese Frage sollte sich sehr schnell klären. Der Strudel am Himmel begann, sich langsamer und langsamer zu drehen. Wir waren für alles bereit, jeder einzelne von uns. Oder zumindest für vieles. Aber wir waren nicht bereit, als all die Kraft des Strudels auf einmal in unserer Mitte in die Tiefe schoss. Und zwar mitten auf einen unserer Begleiter, mitten auf Shinux.
All die geballte Macht sammelte sich in ihm. Ähnlich wie bei seinem Wechsel mit dem Träger Blutklinges änderte sich sein Aussehen. Die Schatten strömten exakt wie bei der Übernahme Blutklinges aus ihm heraus. Doch dieses Mal formte sich sein Körper nicht zu einer Art Darkrai, sondern er behielt die Form eines Shinnoks großteils bei. Doch Blutklinge ließ sich erneut blicken, sogar prächtiger als jemals zuvor. Das ganze Schwert glänzte blutrot, während Bulbi eindeutig besorgt war. Shinnoks, was ist los? Ist bei dir alles in Ordnung? Er ging nicht auf diese Frage ein. Diese Kraft, sie ist so unfassbar vertraut. Wer von euch beiden spricht gerade? Shinnoks oder der Träger Blutklinges? Flörkink sprach die Frage aus, die ich mich bereits selber gefragt hatte. Wir beide. Wir sind immer noch dasselbe Wesen, Floink. Und wir sprechen beide als eins. Die Macht dieses Zahnrades, des Lichtes, der Dunkelheit, diese Kombination, das Gefühl meines Vaters ist zu spüren. So redet Shinnoks nicht. Träger Blutklinges, was soll das hier? So reden wir als Einheit schon. Die Kraft Vaters war nötig, um uns zwei separate Wesen wieder zu einen. Ich bin immer noch euer Freund. Und gleichzeitig nicht. Was du sagst, ergibt keinen Sinn. Was ist los mit dir, Shinnoks? Auf meine Frage hin schien Blutklinge noch heller zu glühen als zuvor. Nenn mich nicht Shinnoks. Das ist nicht, wer ich bin. Ich bin der Sohn des dunklen Gottes. Mein Name ist Zwillux, Wesen der Zwieschneidigkeit. Und ich bin ein Krieger. Papa, was ist mit dir los? Sonst bist du doch nicht so. Du kanntest auch nur einen Teil von mir, meine Kleine. Ich selber kannte mich vorher nur halb. Und nun stehe ich vor der schwersten Entscheidung meines Lebens. Er trat Schritte von uns weg. Ich bin ein Krieger. Meine Treue ist mein höchstes Gebot. Doch nun stehe ich zwischen den Fronten. Und ich muss mich entscheiden. Gehorche ich meinem Vater, demjenigen, der euch als die größten Feinde ansieht, oder stehe ich zu euch, zu meiner Familie? Egal für wen ich mich entscheide, ich muss meine Treue aufgeben. Und als Krieger unter Blutklinge bleibt man treu bis zum letzten Atemzug. Ich weiß nicht, was ich nun tun soll, und doch ist diese Kraft in mir so stark. Zwillux blickte auf sein Schwert. Sekunden später drehte er sich zu uns, die Waffe nun erhoben. Ich will nicht gegen euch kämpfen, doch die Kraft in mir ist so stark. Der Drang zur Schlacht ist so groß. Vergebt mir, doch ich habe keine Wahl. Ohne weitere Worte griff er uns an. Er führte Blutklinge wie ein Meister der Klinge, was er in dieser Form wohl auch war. Shinnoks, lass das! Weißt du nicht mehr, wer wir sind? Ich habe es euch gesagt. Natürlich weiß ich, wer ihr alle seid. Und ich weiß, was ihr alle für mich getan habt. Aber ihr alle wisst nicht, wer ich wirklich bin und was in meinem Inneren vor sich geht. Ich will euch nicht verletzen, doch der Drang meiner Herkunft ist so mächtig. Während er diese Worte sprach, kämpfte er weiter. Dieser Kampf würde eine unfassbare Herausforderung werden. Nicht nur, dass Zwillux mit seiner derzeitigen Macht ein unsagbarer Krieger war. Doch auch, da es so klar war, dass er eigentlich noch unser Freund war. Auch ich spürte es. Den Zwiespalt, den er gerade verspürte, hatte er schon sein ganzes Leben mit sich herumgetragen. Oder zumindest seit dem Moment, in dem er die Wahrheit über seine Entstehung herausgefunden hatte. Irgendwo in seiner Seele musste er immer geschwankt haben, zu wem er wirklich stehen könnte. Irgendwo im Inneren fühlte er sich doch verbunden mit Darkrai und anscheinend auch mit dem dunklen Gott, der offensichtlich der Erschaffer Blutklinges war. Und trotzdem hatte er sein Leben gelebt. Er hatte eine Familie gegründet, gekämpft, sich in der Geschichte verewigt. Er hatte eine Legende geschaffen, an die man sich noch in Jahrhunderten erinnern würde. Und das alles, während er im Inneren nicht einmal wusste, wer er wirklich war. Und selbst in diesem großen Kampf war er wieder in diesen Konflikt verwickelt.
Er war gezwungen, sich gegen seine eigene Familie zu stellen. Auch wenn wir nun gegen ihn kämpfen mussten. Er war nicht unser Feind. Doch im Kampf wurde eins schnell klar. Ich hatte die Mischung der Kräfte bereits als übermächtig eingeschätzt. In Kombination mit Blutklinge allerdings. Ergab sich ein Wesen, gegen welches der dunkle Magier wirkte wie ein schlechter Witz. Das Tempo und die Schwertführung Zwillux waren perfektioniert. Und jeder Schlag des kraftvollsten Schwertes diesseits des Alls richtete Schäden an, die Wochen zum Verheilen bräuchten. Der einzige Grund, warum der Kampf nicht komplett einseitig war, war, dass Zwillux auch gegen seinen inneren Drang ankämpfte. Gerade gegenüber seiner Familie zeigte sich, wer er im Innern doch war. Nicht einmal traf ein Schlag Bulbi oder gar Funkenherz. Auch uns anderen gegenüber wirkten die Hiebe schwach und ungewillt. Gleichzeitig war jedoch unsere Offensive nutzlos. Nicht nur machte die unfassbare Geschwindigkeit des Zwiespaltkriegers es beinahe unmöglich, ihn zu treffen. Doch auch von unserer Seite kam Zurückhaltung. Musste in diesem Kampf wirklich jemand zu Schaden kommen? Solange Zwillux noch den Willen hatte, auf unserer Seite zu kämpfen, konnten wir uns nicht irgendwie wieder zusammenschließen? Scheinux, lass es sein, bitte. Wir müssen nicht gegeneinander kämpfen. Wir sind doch eine Familie. Ich weiß, Bulbi, ich weiß. Und ich möchte euch nichts antun. Doch gleichzeitig, was ihr alle nicht sehen wollt. Auch euer größter Feind ist für mich Familie. Egal, was ich tue, ich stehe im Kampf gegen meine eigene Familie. Meine Kriegerehre verbietet mir das und dann noch... Nein, doch es... In diesem Moment schien Zwillux jede Kontrolle, jede Zurückhaltung zu verlieren. Und sein nächster Hieb richtete sich direkt gegen seine Lebenspartnerin. Doch Blutklinge traf sein Ziel mit dem Hieb nicht. Vielmehr schlug das Schwert Zentimeter vor der schockierten Bulbi auf den Boden. Das Gesicht seines Trägers zeugte von Schmerz und von Frust. Ich kann das nicht. Es geht nicht. Egal was ich tue. Aus diesem Kampf gibt es kein Entkommen. Egal was ich tun werde. Egal wen ich auf dem Weg vernichte. Mein Schicksal ist sowieso in Stein gemeißelt. Nein, ist es nicht, Scheinux. Du hast selber... Nein! Bulbi, du verstehst es nicht. Du verstehst es wirklich nicht. Ich glaubte, eine Träne in seinen Augen zu erblicken. Selbst wenn ich es schaffe, gegen diesen inneren Drang anzukämpfen. Mein Schicksal war in dem Moment besiegelt, indem ich Blutklinge akzeptierte. Selbst wenn ich mich auf eure Seite stelle. Denkt ihr wirklich, die Personifikation des Teufels kostet keinen Preis? Dies ist das Schicksal der Krieger Blutklinges. Sobald ihr Krieg endet, ein Krieger kann Blutklinge nicht ablegen. Blutklinge legt seine Krieger ab. Es wird nie zufrieden sein, bevor es nicht das Blut seiner eigenen Träger vergossen hat. Blutklinge wird mein Ende werden. Egal, ob ich euch vernichte, ob ich Vater vernichte. Mein Krieg kann nur enden und damit mein Nutzen für Blutklinge. Bulbi, ich bitte dich, nimm die Klinge. Ich kann meine Treue nicht bezeugen. Meine Reise steht vor ihrem Ende. Bulbi, bitte. Nimm Blutklinge und beende meinen Krieg. Sobald es geschehen ist, wird Blutklinge verschwinden, bis es einen neuen Träger findet. Bevor ich meinen Drang nicht mehr zurückhalten kann. Es war viel zu verarbeiten, gerade für die arme Bulbi. Erst verstand sie gar nicht, was Zwillux von ihr verlangte. Was? Nein, das kann ich nicht, Scheinux. Es gibt einen Ausweg, ich bin mir sicher. Wir kommen hier alle heil raus, ich bin mir sicher. Bulbi, nicht dieses Mal. Dieses Mal nicht. Du musst es tun. Dieses Mal bin ich in einer Sackgasse. Ich kann den Drang und Blutklinge nicht ewig abhalten. Wenn du mich nicht tötest, werdet ihr diesen Krieg nicht gewinnen können. Zögere nicht weiter, bitte. Nein, ich... Sie wurde von ihrer Tochter unterbrochen. Mama.
Ich weiß, Funkenherz, ich bin mir auch sicher, dass... Nein, Mama. Ich will auch nicht, dass jemandem etwas geschieht, aber... Papa hat recht. Es geht einfach nicht anders. Und wenn es Papas letzter Wunsch ist... Bulbi wirkte schockiert von den Worten ihrer Tochter. Du meinst wirklich? Doch auch sie schien nun endlich zu verstehen. So viel hatten sie gemeinsam durchgemacht, aber... Dieses Mal gab es keinen Ausweg mehr. Es war die letzte Schlacht. Es war Zwillux letzter Krieg. Egal wie er enden würde, er würde Zwillux Ende bedeuten. Kurz zögerte Bulbi, bevor sie Blutklinge an sich nahm. Scheinux, bitte. Bitte vergib mir. Ich werde dir nicht vergeben müssen. Ich werde dir auf ewig dankbar sein. Für alles. Für einen Moment sahen beide sich in die Augen. Ein letztes Mal. Bevor Bulbi tat, was in diesem Moment geschehen musste. Und Blutklinge selber schien den Hieb von ihr zu verlangen und traf genau sein Ziel.